Hallo zur neuen Ausgabe des Fokus, die 35. in der Zwischenzeit, und wir beschäftigen uns mit dem Wahlwochenende. Es war ja nicht nur die EU-Wahl, nein, wir hatten in Deutschland auch die Kommunalwahlen, Kreistag und Gemeinde. Und wie das ausging, konnte man ja in den Nachrichten dann gut nachvollziehen. Wir haben den Rechtsruck umgesetzt gesehen. Wir haben Wahlkarten mit einer Spaltung gesehen und als ganz, ganz großes Erdbeben in der EU natürlich die Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich in Anbetracht des Erstarkens des Rassemblement National. Wir wollten das Ganze etwas aufarbeiten und haben uns dankbarerweise und ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal mit Frau Professor Dr. Gabriele Abels getroffen. Professor Dr. Abels hält den Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft und EU-Integration an der Universität Tübingen, ist also sehr, sehr vom Fach und hat sich sehr viel Zeit für uns genommen, und dementsprechend ist das heute auch ein längerer Fokus. Das ganze Thema mit uns bearbeitet, also wirklich die EU-Ebene, die deutsche Ebene, bis hin zu was bedeutet das so für die nächsten Monate, die nächsten Jahre, was kann jetzt passieren? Frau Professor Dr. Abels, lassen Sie uns ganz am Anfang anfangen. Wir nehmen heute auf am Dienstag, dem 11. Juni 2024. Das heißt, die EU-Wahl ist jetzt gerade 2 Tage zurück. Es waren zwei sehr bewegte Tage. Es war ein Mega-Wahltag. Wir hatten Kommunalwahlen, Kreis, Gemeinde, aber natürlich auch die EU-Wahl im Hintergrund. Wären Sie bitte so gut und geben Sie uns noch eine kleine Darstellung der letzten 48 Stunden, was sich da alles bewegt hat. Also die Europawahl, die war ja schon eigentlich ein bisschen länger als 48 Stunden, weil sie ja in den Niederlanden schon tatsächlich am Donnerstag angefangen hat. Aber für uns in Deutschland war klar der Sonntag der relevante Teil. Insofern sind es da die 48 Stunden. Aber wir müssen auch immer berücksichtigen, was in den anderen 26 Mitgliedstaaten passiert ist. Also, wir hatten die Wahlen, die alle 5 Jahre stattfinden, als direkte Wahlen, und die so rund 350 Millionen Menschen in ganz Europa dann aufgerufen sind, sich an diesen Wahlen zu beteiligen. Erfreulicherweise sind diesem Aufruf diesmal wieder etwas mehr Menschen gefolgt. Die Wahlbeteiligung ist mit 51% etwas höher also im europäischen Vergleich, in Deutschland mit 64% etwas höher. Nun, die Ergebnisse sind dann ab Sonntagabend eingetrudelt aus Deutschland, auch aus den anderen EU-Staaten, und haben zum einen gezeigt, dass hier es gewisse Verschiebungen gibt in den Präferenzen, dass es sozusagen deutlich einen insgesamt Rechtsruck gegeben hat, allerdings nicht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen, dass wir es im Hinblick auf die künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, wie sie sich im Moment abzeichnet, gibt es noch viele Unklarheiten, aber ein Parlament haben, was durchaus auf der politisch rechten Seite gestärkt worden ist. Und es stellt sich bei Europawahlen immer die Frage, welche Bedeutung haben die für die nationale Politik, weil nationale Themen dabei immer ganz zentral sind, weil für die Wählerschaft es häufig nationale Themen sind, warum sie bestimmte Wahlentscheidungen treffen, nicht europäische Themen. Und insofern sich dann immer wieder die Frage stellt, muss es, wenn es ein Abschneiden gibt, wie in Deutschland oder wenn wir auch an Frankreich denken, muss es dann auch in der nationalen Politik und bei den Verantwortlichen Konsequenzen geben, die aus dem Wahlergebnis gezogen werden? Ja, die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis. Da ziehe ich die Frage vor, wenn Sie es gerade ansprechen, weil es natürlich jetzt wirklich brandaktuell ist und Montag, den 10. und heute den 11. überall in den Zeitungen. Wir haben gehört, Manuel Macron hat einen politisch, vielleicht sagen wir, interessanten Schachzug gemacht und Neuwahlen angekündigt, nachdem der Rassemblement National mit, wenn ich es richtig weiß, insgesamt der rechte Flügel über 40%, der Rassemblement National, korrigieren Sie mich, 35 alleine.
doppelt so viel Gewicht hat als seine eigene Partei und hat daraufhin Neuwahlen ausgerufen. Jetzt ist aus deutscher Perspektive zu sagen, dass alle Zeitungen heute unabhängig der politischen Couleur, also wirklich geschlossen, gefragt haben, ob Scholz da nicht auch die Vertrauensfrage stellen muss, ob Neuwahlen kommen müssen, nachdem natürlich am Sonntagabend sofort Friedrich Merz bereits auf der Verkündung für die CDU das angesprochen hat. Wie lässt sich das einsortieren? Ist das eine legitime Forderung vor diesem Hintergrund einerseits der EU-Politik im Vergleich zur deutschen, aber natürlich auch im Vergleich zu diesem der französischen Bewegung? Ist da Vergleichsboden? Also in Frankreich kann der Präsident das machen, weil er in der Verfassung die Möglichkeit hat, maximal einmal im Jahr die Nationalversammlung aufzulösen. Die Präsidenten sind damit sehr vorsichtig umgegangen. Es war in Situationen, in denen sie versucht haben, dann politisches Kapital daraus zu schlagen, aber das hat nicht unbedingt funktioniert. Und auch diesmal, das ist eine wahnsinnig riskante Wette, zu meinen, dass in 3 Wochen bei den nationalen Wahlen für die Assemblée nationale, für die Nationalversammlung, da jetzt ein gravierend anderes Ergebnis dabei rauskommt, wobei man sagen muss, die Wahlen werden nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt. Also da geht es darum, dass pro Wahlkreis eine Person die meisten Stimmen beziehungsweise sogar die 50% und mehr der Stimmen haben muss. Deshalb gegebenenfalls 2 Runden, also ähnlich wie unsere Direktwahlmandate für den Bundestag. Deshalb muss man gucken, wie gut der Rassemblement National oder die Rechten, die in der Tat zusammen um die 40% hatten, bei der Europawahl da abschneiden. Also hochriskante Wette, was dabei rauskommt. Aber ja, der Versuch, sich da wenigstens für die letzten 2 Jahre der Amtszeit nochmal ein stärkeres Mandat zu holen. Jetzt ist Macron in der deutschen Presse dafür durchaus auch kritisiert worden für diesen Zug. Sie haben es gesagt, eine hochriskante Wette. Zeitgleich jetzt der Ruf an Herrn Scholz, im Grunde genommen eine ähnliche Wette einzugehen. Ich muss gestehen, ich fand das seltsam und ungewichtig. Können Sie das? Ja, ist es auch. Also im deutschen System, der Bundestag kann sich nicht selber auflösen. Der Bundestag kann auch nicht vom Kanzler aufgelöst werden. Der Einzige, der das machen kann, um Neuwahlen aufzurufen, ist der Bundespräsident. Und deshalb gäbe es jetzt nur die Möglichkeit, über eine Vertrauensfrage zu gehen. Wenn die verloren würde, dann könnte der Bundeskanzler an den Bundespräsidenten herantreten und sagen, lieber Herr Bundespräsident, lösen Sie den Bundestag bitte auf, wir wollen Neuwahlen haben. Dass die Oppositionsparteien jetzt darauf dringen, ist kein Wunder, weil die haben von Anfang an die Europawahl zu einer Frage der Abstimmung über die Bundesregierung, über die Ampelregierung gemacht. Und die Regierung ist dabei klar abgestraft worden, da gibt es nichts dran zu deuteln. Und dass man jetzt vor dem Hintergrund auch sagt, so, das war eine Abstimmung über euch, jetzt zieht die Konsequenzen. Man hat das ja auch schon lange vorher versucht und immer gesagt, wir sollten Neuwahlen gemeinsam mit den Europawahlen haben. Ich sehe noch nicht, dass der Kanzler das macht, weil ich würde davon ausgehen, dass er die Vertrauensfrage gewinnen würde, weil er die Ampelmehrheit hinter sich bringt. Weil allen Ampelparteien ist klar, wenn er die verliert, wenn es Neuwahlen gäbe, würden die für die Ampelparteien schlecht ausgehen. Insofern haben die dabei nur die Macht zu verlieren. Auch heute Und Dienstag daran in den können sie. Zeitungen eine erstaunliche Einheit der Ampel zu genau dieser Frage zu beobachten gewesen. Ja, na, natürlich, das ist machtstrategisch ganz, ganz logisch, dass dem auch so ist. Die CDU muss sich fragen, wenn denn der Bundestag aufgelöst würde und es käme zu Neuwahlen und dabei wäre absehbar die CDU die stärkste Fraktion, mit wem will sie eigentlich regieren? Wenn man diese Europawahlergebnisse nimmt, dann würde es für keine große Koalition reichen. Es würde dann auch nur um Dreierkoalitionen gehen. Und da muss man doch nicht meinen, dass das auch unter einer CDU-geführten Regierung eine Dreierkoalition einfacher wäre. Also
Und Das wenn wir ist, dass natürlich auch die. diese Wahlergebnisse zugrunde legen, wäre ja die AfD auch die zweitstärkste Kraft immerhin. Die CDU würde das ja billigend in Kauf nehmen an der Stelle, oder? Liege ich da Das falsch? würde sie billigend in Kauf nehmen, aber sie kann ja nicht auf Bundesebene tatsächlich anstreben, mit einer AfD in eine Koalition zu gehen. Das hat sie immer ausgeschlossen. Was auf der Länderebene im Hinblick auf Kooperation oder auf der kommunalen Ebene passiert, ist nochmal eine andere Frage. Aber das kann sie sich für die Bundesebene tatsächlich nicht leisten, das zu tun. Und dann würde es rechnerisch alles nur für Dreierkoalitionen reichen, wenn sich das umsetzt. Klar, die können die Hoffnung haben, dass bei Bundestagswahlen dann noch mal stärker. Dann ist die Frage, wie sich die 5%-Hürde auswirkt. Wir haben ja jetzt einen hohen Anteil auch bei den sonstigen Parteien gehabt bei der Europawahl, was da eine andere Logik hat, weil es keine Sperrklausel gibt. Das ist dann natürlich anders. Aber trotzdem würde ich nicht sehen, dass es reichen würde für eine Zweierkoalition. Warum sollte sich auch die SPD dann als so geschwächte Partei, sollte sie sich aufgrund der Staatsräson in als kleiner Koalitionspartner dann anbieten, in einer großen Koalition, die wieder CDU geführt ist? Damit ist sie in der Vergangenheit schon nicht so richtig gut gefahren und damit würde sie dann auch in einer neuen Regierung nicht fahren. Also ich sehe sozusagen wahlstrategisch überhaupt keinen Grund, warum die Ampelkoalition sich darauf jetzt einlassen sollte, dass der Ruf kommt, ist klar. Aber ich sehe das noch nicht als realistische Option. Die Alternative ist das konstruktive Misstrauensvotum, haben wir ja auch schon gehabt. Aber dafür würden dann die Mehrheiten, wie sie im Moment noch im Bundestag sind, eben auch nicht reichen, ne? Also es würde nicht reichen, wenn jetzt die FDP sagen würde, wir wollen lieber mit der CDU, ist keine hinreichende Mehrheit, um einen neuen Kanzler zu wählen. Springen wir noch mal ganz kurz zurück. Sie haben das R-Wort schon genannt. Das andere große Wort, das überall momentan zu lesen ist, der Rechtsruck. Jetzt, was dürfen wir darunter verstehen im Zusammenhang der EU-Wahl? Da liegt das ja durch diese Fraktionslogik. Ich hoffe, Sie können dazu gleich was sagen, ein bisschen anders als in Deutschland. Auf welchen Ebenen spürt man diesen Rechtsruck und was bedeutet das? Wo wird sich das abbilden? Also unter Rechtsruck kann man verstehen, dass es hier eine Zunahme von Parteien gibt, die als rechtspopulistisch oder auch teils als rechtsextremistisch eingestuft werden auf ihrer Programmatik. Und das können wir bei der Europawahl sehen, also innerhalb Deutschlands am Erstarken der AfD als zweitstärkste Kraft jetzt. Da schlägt sich das nieder. Das sehen wir ganz stark bei den Kommunalwahlen ja durchaus auch. Und gerade auch in Ostdeutschland natürlich, wo es auch bei der Europawahl die AfD ja zum Teil inzwischen die stärkste Partei ist. Wir haben das in vielen anderen Mitgliedstaaten, aber eben auch nicht in allen Mitgliedstaaten. Also wir haben bei der Österreich, FPÖ ist stärkste Kraft geworden. In Niederlanden hat es nicht so ganz funktioniert. In Spanien ist inzwischen die Konservativen wieder stärkste Kraft geworden vor den Sozialisten. Wir haben durchaus auch in den nordischen Staaten, eben Schweden auch nicht so ganz. Da hat es auch nicht so funktioniert, dass da jetzt etwa die Schwedendemokraten so ein Durchmaß hatten. In Italien hingegen, ganz erstaunlich, Meloni mit ihrer Fratelli d'Italia, die jetzt nochmal zugelegt hat im Vergleich zur nationalen Wahl vor 2 Jahren. Das ist eher ungewöhnlich, dass eine Regierungspartei dann nochmal zulegt. Und in Frankreich sehen wir das natürlich mit dem Rassemblement National weit über 30% stärkste Kraft geworden. Also insofern haben wir da tatsächlich eine starke Zunahme, wo man davon ausgehen muss, viele davon werden aus Überzeugung gewählt haben.
zum Teil auch sicherlich Protestwahl oder um nationale Regierungen abzustrafen, weil dafür eignet sich die Europawahl immer besonders gut, weil die Bürgerinnen und Bürger oft denken, die sind nicht so wichtig, da wird keine Regierung gebildet oder denken, das Europaparlament ist nicht wichtig. Da muss man sagen, stimmt so nicht. Das ist sehr wichtig. Das macht dann einen Unterschied. Damit auch zu Ihrem anderen Teil der Frage. Die nationalen Parteien ordnen sich ja im Europäischen Parlament den politischen Gruppen, also Fraktionen könnte man sagen, zu. Wir haben im Europäischen Parlament schon bisher so um die 220 nationale Parteien gehabt. Ich nehme an, jetzt mit der Wahl sind es sogar noch ein paar mehr, allein schon 14 aus Deutschland, die dann in diese 7 politischen Gruppen in die Fraktionen gehen. Gibt aber auch welche, die sind fraktionslos. Da muss man dann über das Schicksal der AfD reden, die ja aus der einen Fraktion rausgeworfen wurde. Und wir haben also, wenn man über Rechtsruck redet, 2 Fraktionen, die dafür relevant sind. Das ist zum einen die europäischen Konservativen und Reformern, die angeführt werden dann künftig von der Fratelli d'Italia. Bisher ist die PiS, die polnische PiS-Partei, die ja auch rechtspopulistisch nationalkonservativ ist, die führen, die stärkste Gruppe ist innerhalb dieser Partei. Aber diese europäischen Ganz kurz, Konservativen. Wissen Sie, wie die PiS jetzt bei der Wahl abgeschnitten hat, jetzt am Wochenende? Die hat 36% gekriegt. Sie hat so PiS und die sogenannte Bürgerplattform liegen noch nicht mal 1 Prozentpunkt auseinander. Haben gleich viele, also sowohl nach der derzeitigen Berechnung werden sowohl die PiS als auch die von Tusk geführte Bürgerplattform beide 20 Abgeordnete ins Europäische Parlament entsenden. Und dann gibt es aber auch gut abgeschnitten in Polen immer noch die sogenannte Konföderatio, eine weit rechts stehende Partei, die hat auch nochmal um die 12% an der Stimmen bekommen. Und die also PiS durchaus bleibt weiter Fraktionsführer dann. Das ist die Konföderatio, wo die landet, muss man dann mal gucken. Es gibt auch immer welche, die dann bei den Fraktionslosen landen, weil die so weit rechts stehend sind, dass da niemand was mit zu tun haben will. Oder die selber sagen, sie wollen in keine Fraktion rein. Aber jenseits dieser europäischen Konservativen und Reformer gibt es noch weiter rechts dann die Fraktion ID. Das steht für Identität und Demokratie. Und das ist die Fraktion, die vom französischen Rassemblement National angeführt wird, der jetzt ja mit über 30 Sitzen stärkste Gruppe dann sein wird. Und da ist bislang ja auch die AfD in dieser Fraktion gewesen, bis sie eben vor kurzem rausgeschmissen wurde wegen der sehr polarisierenden Programmatik und Äußerungen ihres Spitzenkandidaten Kra. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie wird sich diese Fraktion neu aufstellen? Wird auch die AfD da wieder reinkommen? Das wird sie versuchen, mit ihrer Entscheidung, die sie gestern getroffen hat, zu sagen, Herr Kra kann sein Mandat antreten. Wir wollen den aber nicht als Teil unserer Delegation haben. Also für den würde das bedeuten, er werde fraktionslos, weil die anderen 15 dann versuchen werden, doch wieder zu verhandeln mit dem Rassemblement National, um in die politische Gruppe Identität und Demokratie aufgenommen zu werden. Ob denen das gelingt, ist unklar. Das hängt von Marine Le Pen ab und von ihren Strategien. Wie weit will sie sich da von der AfD abgrenzen? Oder inwieweit wird sie die dann doch mit reinnehmen wollen? Gibt es hier eine echte Abgrenzung? Ist es tatsächlich der Fall, dass die AfD in dem Fall extremer, rechter, radikaler ist als diese Idee, die ja schon den rechten Rand des EU-Parlaments bildet? Ja, das ist
Ist eine interessante Frage, weil Marine Le Pen einerseits will sie sich da abgrenzen, weil sie natürlich die Botschaft an die Wählerschaft in Frankreich senden will, dass sie moderat und bürgerlich ist. Und mit diesen Äußerungen zur Remigration und das, was sicherlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sind diese Relativierungen der SS. In einem Land, wir haben gerade gestern die Feiern gehabt in Gedenken an dieses Verbrechen der SS in einem kleinen französischen Dorf, wo die über 600 Menschen umgebracht haben. Also diese Erinnerung an die Verbrechen der SS ist natürlich in Frankreich durchaus präsent. Und wenn man sich dann dahinstellt und die so relativiert und sagt, das waren nicht alles Verbrecher, da ist dann schon auch das Bedürfnis danach, sich davon abzugrenzen. Aber das hat sie schon vorher gemacht wegen dieser Remigrationsäußerungen. Da wollte sie ja schon auch nicht mehr mit Frau Weidel gesehen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass Frau Marine Le Pen gerade im Hinblick auf diesen französischen Wahlkampf, der da jetzt ausgebrochen ist, Ende Juni sind ja dann die erste Runde der Wahlen, dass sie da versucht, mit der ganz extremen Rechten der Reconquista eine Allianz zu bilden. Und das ist die von Eric Zemmour begründete Partei, bei der ihre Nichte federführend ist, die Marion Maréchal Le Pen. Also da macht sie keine Abgrenzung, da will sie sozusagen strategisches Bündnis haben, um möglichst viele Mandate in der französischen Nationalversammlung eben zu gewinnen. Also insofern ist das durchaus ein doppelzüngiges Spiel, was sie macht, aber ich sehe noch nicht, dass sie so ganz einfach aufgeben wird, den Widerstand gegen die AfD. Da wird die ID-Fraktion ist deutlich gestärkt, die FPÖ ist dabei, die FPÖ hat mit 30% stärkste Fraktion, stärkste politische Partei in Österreich geworden. Und dann braucht man ja, also man braucht 23 Abgeordnete, das stellt schon alleine der Rassemblement National. Und man braucht aber eben auch Abgeordnete aus 7 verschiedenen Ländern. Und da reicht es dann auch immer, wenn dann mal einer vielleicht aus Litauen und dann einer aus einem anderen osteuropäischen Staat dazukommt und so, kann man dann gucken, dass man die Fraktion eben baut. Und Marine Le Pen hatte ja die ganze Zeit auch immer versucht, eine super große Fraktion zu bilden und eine Verschmelzung eher zwischen der ID-Fraktion oder Teilen der ID, denen, die sie für gemäßigter hält, mit dieser EKR-Fraktion der Konservativen und Reformer, um das Signal zu senden, sie ist gemäßigter, sie rückt weiter in die Mitte, weil das natürlich ihr zentrales Ziel ist. Sie will sich für die Präsidentschaftswahl in 2 Jahren in Frankreich warm laufen. Mhm. Und dafür braucht sie sozusagen eine Strategie, die weiter auf die Mitte abzielt, um da den bürgerlichen Wählerschaft zu signalisieren, ich bin gar nicht so schlimm, ihr könnt mich wählen. Okay, also ist hier wieder quasi eine Vermischung zwischen einem nationalen Thema mit, das in einer EU-Wahl ausgefochten wird. Die Europawahl wird sozusagen als strategisches Vehikel da auch genutzt. Ein echtes Interesse hat der Rassemblement National nicht am Europäischen Parlament. Wir haben da deutlich die Studien, dass auch als Marine Le Pen selber ein Abgeordnetenmandat im Europäischen Parlament hatte, die ist selten da gewesen. Die hat keine konstruktive Parlamentsarbeit gemacht. Die hat nicht in den Ausschüssen mitgewirkt, wo es um die Gesetzgebungsarbeit geht. Also ein durchaus typisches Verhalten für diese euroskeptischen Kräfte. Und wenn sie dann noch so nationalistisch sind, dass die das Europäische Parlament als Vehikel benutzen, versuchen, die EU von innen auszuhöhlen, die parlamentarischen Prozesse auszuhöhlen, an denen sie sich aber nicht konstruktiv beteiligen. Ich würde jetzt an der Stelle, bevor ich genau auf diese Aushöhlung dann
in den Ausblick hineingehen will, geht zum Ende hin, würde ich ganz gerne aber noch davor die Perspektive einmal umbrechen, weg von der EU, weg von Frankreich, auf die deutschen Ergebnisse, wo wir natürlich auch diese Erstarkung deutlich spüren. Dieser Tage geht die Wahlkarte überall durch die Medien. Wir haben den ganzen Westen in Schwarz, die CDU durchgegriffen, Bayern geschlossen, CSU, aber natürlich in der ehemaligen DDR, in den ehemaligen östlichen Staaten genauso geschlossen, AfD. Ich fand das einerseits bemerkenswert, weil wir hatten ja bei der Wahl Thüringen vor 2 Wochen gesehen, dass es, nee, ein bisschen länger, aber da war es auf jeden Fall noch so, dass man gesagt hat, nein, dieser Durchmarsch wird nicht passieren. Und jetzt sehen wir ihn so extrem, dass viele Leute jetzt tatsächlich von der Spaltung reden, die vorher gemunkelt wurde. Wie bewerten Sie das deutsche Wahlergebnis in diesem Hintergrund? Und B, diese Idee der Spaltung, die ist ja ein sehr, sehr hartes Wort, das auch überall jetzt momentan gezogen wird. Sehen Sie das so extrem in der Gesellschaft? Haben wir da diesen Riss momentan? Wird sich das ausprägen? Wir haben deutlich eine Polarisierung in vielen Debatten. Das ist bemerkenswert, wenn man sich tatsächlich da die Wahlkarte anguckt, dass es hier eine Ost-West-Spaltung gibt. Wobei man natürlich auch da, wenn man genauer hinguckt, muss man auch immer wieder sehen, dass es die Frage ist, wer auch in Ostdeutschland oder wer auch in Westdeutschland jetzt auch für rechtspopulistische Kräfte dann wählt. Dass wir da sehen, das sind vor allen Dingen stärker im ländlichen Raum, wobei in Ostdeutschland auch stärker die Städte mit erschlossen werden. Das ist so. Stärker jetzt das Wahlergebnis bei den jungen Leuten ist bemerkenswert. 17% AfD. Das aber auch dann auf der anderen Seite Ältere. Wir haben bei der AfD stärker als bei anderen Parteien sogenannten Gender Gap. 7% mehr Männer haben die AfD gewählt als die Frauen. Also 7 Prozentpunkte ist statistisch durchaus relevant. Das ist bei keinem der anderen Parteien so ein Unterschied. Wir haben sozusagen, da spielt die Frage Bildung. Also AfD-Wähler haben im Durchschnitt sozusagen einen niedrigeren Bildungsstand. Es ist stärker Arbeiter, aber der AfD gelingt es immer mehr auch sozusagen in die Mittelschichten vorzudringen, in diese neue Milieus zu erschließen, auch mehr Selbstständige. Also wenn man jetzt andere sozialstrukturelle Kriterien heranzieht, dann differenziert sich das Bild eben durchaus. Und das hat natürlich dann mit unterschiedlicher Sozialstruktur in Ost- und Westdeutschland zu tun, warum das dann so ist. Aber wir haben auf der anderen Seite auch in Baden-Württemberg, obwohl wir ein reiches Bundesland sind, auch durchaus AfD-Hochburgen. Und das trifft natürlich darauf, dass wir sozusagen, wir leben in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Wir haben viele Krisen parallel. Wir haben ein paar Krisen relativ gut hinter uns gebracht, aber die immer noch Nachwirkungen haben. Große Verunsicherung bei den Menschen, der Wunsch nach Orientierung und dann auch immer nach einfachen Antworten. Und wo ich immer sage, auf komplexe Probleme kann es keine einfachen Antworten zu geben. Und es gibt aber natürlich die politischen Kräfte, die versprechen, es gibt einfache Antworten und alles kann so bleiben, wie es gewesen ist. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn man tatsächlich diese Probleme, die wir haben, lösen will. Und wir sind in einer Situation, in der es sozusagen um viele Fragen zunehmend diese gesellschaftlichen Polarisierungen gibt. Die Migrationsfrage ist sicherlich eine ganz, ganz zentrale, aber auch die Frage von Sicherheit, Krieg und Frieden, der Krieg in der Ukraine, aber auf der anderen Seite auch die Auseinandersetzung, die kriegerischen Auseinandersetzungen in Gaza, Israel ist etwas, was stark polarisiert, aber auch das Klimathema, also viele große Herausforderungen, die auch genutzt werden und die gerade auch von diesen rechtspopulistischen Kräften genutzt werden, für eine Polarisierung. Das verbindet sich in den Milieus durchaus auch mit
mit Verschwörungsideologien, Narrative, die verbreitet werden. Und es trifft auch zu, auf Interessen, muss man auch sagen, der Einmischung, Desinformationskampagnen, die auch von außen kommen, also vor allen Dingen Russland, ganz stark, weil es da strategische Interessen gibt, auch an einer Destabilisierung liberaler Demokratien, an einer Destabilisierung der Europäischen Union. Man also ganz diese kurz natürlich, bevor man einer Verschwörungstheorie anheimfällt oder von Verschwörungstheoretikern heimgesucht. Es ist ja in der Zwischenzeit auch durchaus belegt, dass hier diese Einmischung Russlands vorliegt. Das ist ja jetzt kein Verdacht mehr, sondern man ist in der Zwischenzeit so weit, dass man sagen kann, doch, das ist so. Das ist so. Also das meinte ich jetzt auch nicht mit diesen Verschwörungsnarrativen, sondern die Verschwörungsnarrative sind dann, wenn wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, dass es hier Behauptungen gibt, es hätte haufenweise Wahlfälschungen gegeben. Wahlhelfer hätten gesagt, sie hätten AfD-Stimmen unter den Tisch fallen lassen, dass die AfD eigentlich ein besseres Ergebnis hatte, es sei manipuliert worden. Meine ich damit. Oder das Narrativ, es gäbe die Strategie des großen Bevölkerungsaustausches oder dann die ganz, kann man eigentlich nur sagen, durchgeknallten Strategien von die liberalen Eliten haben da unter der Erde irgendwo Lager, in denen oder Verstecke, in denen Kinder sind, um deren Blut anzuzapfen, um möglichst lange jung zu bleiben. Also sozusagen diese Art, aber sozusagen diese Verschwörungsnarrative und die Altparteien gegen den wahren Willen des Volkes, das sind natürlich, wo sich wirklich solche populistischen Strukturen, dafür ist ja sozusagen dieses Volk versus Elite, das Konstitutive, das, was das zentrale Element ist, verbinden mit solchen Narrativen, dass es hier Verschwörungen eben gibt gegen das wahre Volk von Seiten der Altparteien oder auch von anderen Mächten, die sich hier jetzt sagen, dem in das Volk rein dirigieren, das eben unterdrücken und sich dem bemächtigen. Oder in der Corona-Pandemie sind viele solcher Narrative da eben auch entstanden. Die Corona-Pandemie liegt dankbarerweise hinter uns und ich möchte quasi in den letzten Teil unseres Gesprächs kommen. Lassen wir die Vergangenheit nach hinten probieren, nach vorne zu gucken und natürlich bei uns heißt das immer der Blick in die Glaskugel. Dennoch würde ich Sie gerne darum bitten, eine Einschätzung über quasi die nächste Wahlperiode ungefähr oder vielleicht die nächsten Jahre, ich weiß nicht, wie weit Sie sich trauen zu gucken, auf zwei Ebenen zu geben in diesem Zusammenhang. Und ich würde Sie in der Hinsicht tatsächlich bitten, wie sehen Sie das Projekt Europa nach dieser Wahl? Auf was wird auf uns zukommen in der nächsten Zeit oder unter diesem Parlament? Also die europäischen Zeiten werden sicherlich schwieriger werden. Das Gute ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, einerseits hat die demokratische Mitte, wie man sagt, gehalten. Man kann auch im Europaparlament immer noch Mehrheiten finden aus Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen. Gegebenenfalls sozusagen auch Grüne dazu. Das ist das, was ja gerade gebaut werden muss, um Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit zur Kommissionspräsidentin zu machen. Und das sind aber natürlich wichtige Signale auch im Hinblick darauf, welche Mehrheiten sind auch in dieser Legislaturperiode bis 2029 möglich, um auch neue Gesetze zu machen, um politische Maßnahmen durchzusetzen. Und da braucht man im Europäischen Parlament die breiten Mehrheiten, weil da haben wir ja auch nicht diese Form der Fraktionsdisziplin. Insofern brauchen wir da gute Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Parteien der Mitte, zwischen den integrationsfreundlichen Parteien. Wir haben das auch schon im Hinblick auf diese Bauernproteste gesehen, dass da die Polarisierungen sehr viel größer geworden ist. Also wir werden das auch bei den politischen
Entscheidungen sehen, diese neuen Mehrheitsverhältnisse, dass es sozusagen hier einen stärkeren Rechtsruck gegeben hat, wo die Frage ist, also werden bestimmte politische Maßnahmen auch wieder stärker ausgehöhlt, wird etwa der Green Deal zum Klimaschutz weiter ausgehöhlt, um da bestimmten Interessen mehr Rechnung zu tragen. Verbrenner aus ist dann auch so etwa eine der Dinge, die dann diskutiert werden, also das Aus des Verbrenner aus, wenn man so will. Aber das macht im Europäischen Parlament einen Unterschied, wie es zusammengesetzt ist, welche Mehrheiten möglich sind, Mitte-Mehrheiten, Mitte-Rechts-, Mitte-Links-Mehrheiten. Und diese linken Mehrheiten sind jedenfalls nicht mehr möglich, die in der letzten Legislaturperiode Mitte-Links noch möglich waren. Mitte-Rechts geht ganz einfach, aber es wird schwieriger werden, also rechnerisch wäre es einfach, Mehrheiten zusammenzubekommen. Wir werden da sicherlich noch mal viele Akzentverschiebungen in der Politik dann eben auch sehen. Und es wird ganz zentral sein auch, was passiert jetzt weiter in Frankreich? Was kann das auch heißen für das deutsch-französische Tandem oder für den Motor, um notwendige Reformen in der EU auch voranzutreiben? Wir haben jetzt einen sehr stark geschwächten europäischen, französischen Präsidenten. Wir haben einen extrem geschwächten Bundeskanzler. Und das macht es natürlich problematischer, hier Reformen voranzutreiben. Da braucht es auf deutscher Perspektive, also ich glaube, man wird sich in der Ampel, man wird gucken, dass man durchhält bis zur nächsten ordentlichen angesetzten Bundestagswahl dann in gut einem Jahr. Aber es wird schwieriger. Das hat ja auch die FDP jetzt schon immer angekündigt, wobei die FDP natürlich nach wie vor nur eine 5%-Partei ist und die anderen beiden sind immer noch dreimal so stark wie die FDP, aber es wird noch rumpeliger und das potenziert das Problem noch. Also und damit potenziert man natürlich auch die schlechten Voraussetzungen für die nächste Bundestagswahl. Also es wird ganz, ganz schwierig und es wird eben auch schwieriger, von deutscher Seite da auch nochmal eine notwendige Führungsrolle oder sozusagen Leadership, klingt vielleicht ein bisschen neutraler als Führung, da auch in Europa mit zu übernehmen. Und angesichts dessen, dass wir zentrale Themen haben, nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, bleibt das ganz wichtig. Ich habe vorhin mit Erschrecken gelesen, dass sowohl die BSW-Fraktion als auch die AfD-Fraktion im Bundestag die Rede vom Präsident Zelensky boykottiert haben und rausgegangen sind. Das zeigt natürlich diese Verhärtungen und diese Polarisierungen und das bei so einem zentralen Thema wie eben der Unterstützung für die Ukraine, einem Land, was angegriffen worden ist und was um sein Überleben kämpft. Um das Ganze, diese Frage wirklich klar zuzuspitzen. Einige Leute haben vom Dexit geredet. Es wäre mit dem Rassemblement National vielleicht auch der Frexit möglich. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir in Europa lang genug an den passenden Stellen gucken, hatte in jedem Land irgendwann mal die Idee, wurde von der rechten Fraktion geäußert. Wie realistisch sind solche Befürchtungen vor dem Hintergrund? Sie sagen gerade zum Beispiel auch, dass natürlich es Deutschland schwerer fallen wird, hier eine Leadership-Position einzunehmen. Aber natürlich, die AfD ist gegen diese Leadership-Position. Wie verträgt sich das dann mit solchen Exit-Gedanken? Können wir da überhaupt noch bauen in Europa? Oder ist das jetzt wirklich eine Gefährdung des Bröckelns? Es war als die Brexit-Entscheidung 2016 gefallen ist, das Referendum überraschend so ausgegangen ist in Großbritannien, war die große Angst, hat das jetzt einen Domino-Effekt? Gibt es jetzt andere Länder, die sich anschließen? Das hat man verhindern können. Und man muss sagen, die Brexit-Erfahrung ist eher abschreckend im Hinblick darauf, wie spalterisch der Prozess innerhalb Großbritanniens war, all die Folgen, die es da ausgelöst hat. Also das hat für viele eher abschreckend gewirkt. Gleichzeitig gibt es natürlich von Seiten der nationalistischen oder souveränitätsorientierten Parteien immer wieder auch solche Forderungen. In der AfD muss man sagen,
war das ja im Wahlprogramm erst drin, als Forderung, die auch von der aus der Basis kam. Und dann hat die Parteiführung gesagt, oh nee, war ein redaktioneller Fehler, meinen wir gar nicht so, weil man weiß, die Deutschen sind eigentlich sozusagen durchaus für die Mitgliedschaft in der EU, sehen darin eher Vorteile, sodass man merkt, damit kann man nicht unbedingt punkten. Und es, ich sehe auch nicht, die AfD, auch die AfD sagt ja, wenn, dann müsste es eine Volksabstimmung darüber geben, dass man da eine Chance hätte. Und wir haben ja interessanterweise auch in den letzten Monaten von vielen der Wirtschaftsforschungsinstitute Studien gesehen, die mal prognostiziert haben, was würde denn passieren in so einem Fall, weil wir als exportorientierte Nation, als eine Nation, die ein demografisches Problem hat, extrem von der europäischen Integration, vom Euro profitieren. Also insofern ist auch innerhalb der AfD jetzt erstmal die Strategie, nicht mehr vom Brexit zu reden, sondern die EU muss rückgebaut werden, sie muss stark reformiert werden, auf den Binnenmarkt zurückgeführt, stärker den nationalen Interessen unterworfen werden, wobei das natürlich ein Problem ist, weil es gibt 27 unterschiedliche, wenn man nicht mehr Kompromisse machen will. Auch Marine Le Pen hat früher vom Frexit geredet, das tut sie inzwischen auch nicht mehr, weil sie auch weiß, ihre französische Wählerschaft, gerade die moderatere, hält da nichts von. Die sieht durchaus auch den ökonomischen Nutzen der Mitgliedschaft und vor dem Hintergrund der ganzen sich verändernden geopolitischen Lage Europa viel stärker unter Druck, Russland, China. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, was in den Vereinigten Staaten weiter passiert, dass wir da nicht nur gemeinsam tatsächlich als Europäerinnen und Europäer dann als EU stark sein können, um uns da auch zu behaupten in der Welt von morgen. Also insofern sind die ein bisschen zurückgerudert, aber die Vorstellung ist, starker Umbau der EU, wieder eher sozusagen eine Vorstellung eines Europas der Vaterländer, was begrenzt ist auf wirtschaftliche Kooperation und mehr nicht. Dann bleibt nur noch übrig, zum Schluss die Frage noch ein letztes Mal auszudehnen, auch wieder in die Zukunft gerichtet, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Parteien sehen, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit für uns als Parteien galten, die eigentlich Demokratie aushöhlen, die jetzt mit demokratischen Mitteln gewählt worden sind, eigentlich als zweitstärkste Partei, als stärkste Partei, je nachdem, wo wir in der EU jetzt gucken. Wie verhält sich die Demokratie dazu? Und unsere Idee von Demokratie, wie wir sie hier in Deutschland hatten als parlamentarische Demokratie oder auch woanders in der EU, ist das die wehrhafte Demokratie, von der wir immer reden, dass wir damit leben müssen, dass so eine Partei durch demokratische Mittel antidemokratisch agieren kann, mitunter sogar davon redet, dass Demokratie, wie wir sie kennen, abgeschafft wird. Wie gehen wir damit um und was wird da auf uns zukommen? Wir brauchen sehr klar eine Stärkung auch der wehrhaften Demokratie. Der erste Reflex, auf den man zurückfällt, ist immer zu sagen, politische Bildung. Wir brauchen mehr Bildung, weil wenn die Leute klüger wären politisch, dann würden sie nicht so wählen. Das hilft nicht alleine. Also ich habe nichts gegen politische Bildung, super, aber das wird nicht das allein machen, selig machende Rezept dazu sein. Das geht schon auch darum, die demokratischen Institutionen zu stärken, dass die stabiler werden, dass die nicht so angegriffen werden. Da denke ich zuvörderst eben auch an die Rolle, die Verfassungsgerichte spielen. Ich hoffe sehr, dass es auch in dieser Legislaturperiode in absehbarer Zeit durchaus gelingt, zwischen Ampelregierung und CDU-CSU-Fraktion im Bundestag eine Stärkung des Bundesverfassungsgericht hinzubekommen, indem man bestimmte Elemente der Struktur des Bundesverfassungsgerichts ins Grundgesetz reinnimmt, um das besser abzusichern, weil wir eben in Polen etwa gesehen haben, mit welchen Leichenmitteln man das abbauen kann.
Wir brauchen natürlich ganz stark tatsächlich also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Wir sehen in Italien gerade massive Angriffe auf die Pressefreiheit. Auf der anderen Seite muss Meinungsfreiheit auch Grenzen haben. Also wir brauchen natürlich auch sozusagen wehrhafte Instrumente gegen diesen ganzen Hass und Hetze, die sich auch in den sozialen Medien ergießt über Menschen, die sich politisch engagieren. Und Hass und Hetze, die dann auch in den realen Raum, in den Alltagsraum überschwappt bis hin zu diesen gewalttätigen Übergriffen. Also da brauchen wir natürlich auch eine konsequente Strafverfolgung, Schärfung auch von Instrumenten, die da sind, um die Menschen auch davor dann zu schützen, die sich engagieren wollen. Wir brauchen aber auch eine ehrliche Kommunikation über systematische Grenzen dessen, was Politik noch leisten kann. Auch das, also es sind ja auch zum Teil auch vollkommen überzogene Erwartungen. Politik muss gestalten. Ja, aber sie kann eben auch nicht alles gestalten. Und wir brauchen sicherlich auch, Demokratie ist auch immer nur so stark, wie sie von unten von Demokratinnen und Demokraten getragen wird. Wir sehen im Moment, dass die ganzen rechtspopulistisch-rechtsextremistischen Bewegungen versuchen, in den sogenannten vorpolitischen Raum zu kommen, also in die Kultur, in die Bildungsinstitutionen rein, in gesellschaftliche Institutionen wie Vereine und so weiter, um da versuchen zu agitieren, Dominanz zu bekommen, das was so unter dem Stichwort Metapolitik diskutiert wird, also versuchen in diesen nicht über die Parteien, sondern auch über andere gesellschaftliche Organisationen versuchen, Diskurse, die Debatten zu dominieren mit den Themen, die weiter nach rechts zu verschieben, andere zu marginalisieren. Und das erfordert natürlich durchaus immer auch aus der Gesellschaft heraus, da den Widerstand dagegen zu organisieren, dass das nicht hinzunehmen. Da ist es natürlich sehr viel schwieriger, dann auch anzusetzen, die Strukturen eben auch zu schaffen und die Menschen auch zu stärken, das zu können. Aber wenn wir uns die Wahlergebnisse so erschreckend, wie sie sind, auch 17, 18% für die AfD heißt immer noch, über 80% haben sie nicht gewählt. Und diese 80%, die müssen einfach auch laut und stark werden. Dann nehme ich das als Schlusswort und als Aufruf für ein bewusstes Leben der Demokratie bei allen. Verweise in der Hinsicht auch auf den Rahmen, den wir aufgenommen haben für die Volkshochschule Reutlingen, wo das kommende Semester unter dem Zeichen Baustellen der Demokratie als Beginn einer Serie über folgende Semester beginnt, diese Themen aufzuarbeiten. Ich bedanke mich vielleicht für diesen ersten Beitrag von uns hier, Frau Professor Dr. Abels. Danke für das Gespräch und ich würde mich sehr freuen, Sie mal wieder hier begrüßen zu können. Danke. Ich danke auch.